Plop. Ich stelle mich mal zu dir. Soll der ruhig spucken. Er ist hinter sich. Werde ich am besten hier hin. Was kommt denn hier? Ja. Ich hab keine Heilstrecke, immer noch schnell genug. Okay. Dann machen wir den mal platt und ich schau dann mal, was ich noch dabei habe. 6. Ja. Und 2 normale. Ja. Wohin? Ich würde sagen hier lang. Mhm. Oh. Da ist nur einer, okay, den kriegen wir. Wir wollten beide zu den Goldhaufen natürlich. Unbedingt. Oh. Ich dachte, hier wäre ein Buch. Hier ist ein Buch. Geh mal kurz sterben. Nee, nee. Achso, du hast. Dann gehe ich kurz sterben. Dann geh doch sterben. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Energie. Ich stirb nochmal, ne? Du willst nochmal sterben? Ja. Okay. Moin. Danke. Die hauen schon hart rein, ey. Schauen, ob es was Neues gibt zum Ausrüsten. Ja. Lederhelm plus 3, schön. Stiefel plus 3, nett. Tja, ich hab nur... Helm plus 3. Einen Kampfstab habe ich. Ich hab ein scharfes Handbeil, das könnte ich ausrüsten. Brauchst du einen Helm plus 3? Immer. Ne, ich hab einen 3er Helm, hab ich selber. Ah, okay. Eins, ich habe schon wieder Schuhe gesammelt. Hm. Handschuhe und noch ein Helm, aber alles Müll. Müllig. 5 bis 7. Alter, hast du alles eingesammelt schon wieder? Ein bisschen. Brauchst du einen Händler 5 bis 7? Ja. Ich glaube, ich habe jetzt ausgerüstet ein scharfes Handseil. Ja. Sieht das auch ein bisschen Amazon-mäßiger aus, wenn man rumschwimmt. Ja. So, warten wir mal hier. Nicht auf mich. Ich hab dir doch gar nichts getan. Ich verfüge nicht mehr über genügend Energie. Ja. Ich verfüge nicht mehr über genügend Energie. Vorsichtig, gucken dich jetzt an. Ich verfüge nicht mehr über genügend Energie. Geh mal ein Stück ran. Oh, rechts ist auch noch einer. Eieiei, das ist ein bisschen viel. Du, echt mit dem Blob. Ja. Okay, der ist down. Ich hab auch schon wieder keine normale Tränke mehr. Also mag ich den Schuss, nimmt etwas viel Mana in Anspruch, sag ich mal so. Ups. Aber ich weiß noch, als wir es das erste Mal gespielt haben, wir sind so oft hier an den Blobs verreckt, das war krank. Da ja, war noch irgendwas. War heiltrank, okay. Es war einfach nur heftig. Buch? Ja. Und dann noch die anderen Gänge oder haben wir alles? Ich schau mal kurz. Du kannst aber bestimmt auch noch viel tragen, oder? Ich habe noch fast nichts eingesammelt, wenn du alles hast. Okay, ja, gar nicht. Na, doch, hast du. Nicht alles. Alles. Mehr Geld, mehr Sachen, alles. Am Anfang hattest du mehr Geld, deswegen musste ich ein bisschen zulegen. Mhm. Du musst nicht zulegen, du bist völlig genug. Sagst du so. Ich sag dich jetzt so. Ja, du, was ist jetzt los? Blob, Ding. Mal, und hör auf, hier rumzukotzen. Nicht mehr über genügend Energie. Ja. Upp, noch mehr von den Dingern. Ja. Schauen. Kleine Tränke mehr. Nicht mehr über genügend Energie.
Da hinten sind, glaube ich, noch zwei weitere. Ich kann es gerade nicht sehen. Er kommt was ran. Den? Er robbt sich so langsam ran hier. Okay. Ja, die kriegen wir auch noch, oder? Ja, das hat auch gut hingehauen. Mana tragen, wuhu! So, ich stelle mal wieder um auf brennende. Ja, ich habe keine eingesammelt, gut. Wenn wir wieder auf brennende Hände gehen. War auch relativ teuer, aber. Ich glaube, das war's. Ach nee, das war's noch nicht mit dem Blubs, ne? Nee. Oh. Genau deswegen würde ich es jetzt lieber sehen, wenn du noch nicht auf brennende Hände gehst. Okay. Ja, bleib mal da stehen, dann kann ich die Kamera. Die Perspektive her. Geht das nicht gut. Ich verfüge nicht mehr über genügend Energie. Ja. Ich verfüge nicht mehr über genügend Energie. Ja. Keine Tränke und verfüge nicht genug über genügend so. Keine Tränke mehr. Das sind so viele, ich würde sagen, wir lassen die hier an die Ecke rankommen und dann. Wenn sie hier rumkommen, dann hauen wir so drauf ein. Kommen die überhaupt? Die kommen, ja. Ja, sehr schön, sie sind fast da. Ich verfüge nicht mehr über genügend Energie. Jetzt können wir gleich. Ja, jetzt können wir drauf einhaken. Okay, einer ist kaputt. So geht's im Notfall auch. Die machen einfach zu viele Schaden. Zu viel Schaden oder stehen einfach zu viele auf einem Haufen. So, yeah, war die Hälfte ungefähr. Das war, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja. Kommen die reingerobbt? Wir können auch Heiltrank und reinlaufen, oder? Mach doch mal. Okay. 6 Stück noch, Alter. Ich bin tot. Okay, ich laufe mal zurück. Leider stehe ich nicht mit mehr Mana auf als vorher, das ist ein bisschen schade. Regeneriert es, während du tot bist? Ich glaube nicht, das wäre sinnlos. Das wäre aber cool. Das wäre praktisch einfach. Ja. Aber sieht nicht so aus, als würde das voller werden, ne? Nee, sieht nicht danach aus. So, da bist du wieder. Juhu. Einmal kurz, genau. Nicht fest. Wäre jetzt blöd gewesen, wenn das vom Kamerawinkel nicht gereicht hätte. Ja, ziemlich. Oh. Achso, ich würde es gleich sagen, jetzt geht's mir. Ja. Uiuiui. Ja, hat gereicht. Jo. So, das war das. Ja. Vielleicht haust du deinen Mana nicht einfach grundlos weg. Das war auch wieder Tasten. Ah, okay. Ja, irgendwie kommt mit der Tastenbelegung manchmal noch nicht so ganz zurecht bei dem Controller. Ich glaube, hier dürfte nur ein einzelner noch drin stehen. Da waren wir doch dran. Achso. Nee, waren wir noch nicht. Alter, ein Blob. Mir war doch nicht. Ja, immerhin Regenerationstrank wieder. Das ist schon mal schön. Ach ne, wir müssen ja da lang. Jo. Du hast kein Auge. Ja, rechts lang waren wir. Doch, waren wir. Fertig. Okay, gut. Unser Schlimmste zum Schluss aufgehoben. Ja. Haben wir jetzt schon wieder einen Boss? Nee, ne? Noch nicht. Es geht in die nächste Ebene. Gruft. Gruft. Treffen wir ein paar Gruftis. Ja. So ein zum Beispiel. Na, der ist ganz gruftig. Oh. Mit seiner pornösen Maske. Gar keine Gongs, das sind Spiegel. Ach so. Ach so. Habt ihr getan, wie ich euch geheißen habe, Karn? Ja, Fürst Xantam. Ich habe einen meiner besten Männer in die Gruft im Tempel geschickt, wie ihr es befohlen habt.
Die Kugel muss im Aschenraum in der Gruft platziert werden. Wenn euer Mann seinen Auftrag nicht ausführt, werde ich euch beide zur Rechenschaft ziehen. Ja, Fürst Xantam. Er weiß, was er zu tun hat. Er wird nicht scheitern. Nun gut. Bringt mir den Gefangenen, der in den Abwasserkanälen aufgegriffen wurde. Ich werde ihn jetzt befragen. Fürst Xantam, ich habe schon vor einiger Zeit nach dem Gefangenen schicken lassen, aber noch nichts von den Grottenschraten gehört. Schickt eure Männer in die Abwasserkanäle. Findet heraus, was mit unseren Soldaten geschehen ist. Bringt mir diesen Gefangenen. Enttäuscht mich diesmal nicht, Karn. Karn doch nicht angehen. Ja, Fürst Xantam. Soll ich den Mann aus dem Tempel zurückrufen? Nein. Wenn er die Kugel wie angewiesen platziert hat, wird er nicht wiederkommen. Sagt euren Männern, den Tempelbereich zu meiden. Ihn jetzt zu betreten, bedeutet den sicheren Tod. Ja, deswegen gehen wir ja dahin. Ja. Kann ich mich auf dich verlassen? Oh. Ruf die! Oh. Das war die Gier, was? Das war die Gier. Juhu! Wir dürfen wieder runter. Ich. Okay, hier ist ja, noch so richtig, ein ist ein Fass in der Ecke. Was ist passiert? Nichts. Warte. Habe ich einen Heiltrank eingetragen? Ja, habe ich. Mache das. Jo. Und ich lasse sie einfach rankommen. Let it burn. Ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Ja. Habe ich jetzt einen? Nee, habe ich. Du hast alle, okay. Achso. Alle Regenerationstrinker. Ja. Was macht ihr hier? Flieht! Flieht, bevor es euch verwandelt! Moment, jetzt beruhigt euch doch erstmal. Wer seid ihr und was ist hier geschehen? Ich bin Fayet, ein Priester des Ilmater. Ich kümmere mich um die Grüfte und bin für die Begräbniszeremonien hier im Schrein des Leidens zuständig. Aber jetzt fürchte ich, dass... Fayet und ich habe diesen Wall of Text für uns. Ja. Verwandelt? In einen wandelnden Toten! Habt ihr sie nicht gesehen? Sie sind überall! Meine Brüder und Schwestern! Alle tot! Ich habe eine Urne in eine der Grüfte gebracht, als mir diese seltsamen Fußspuren auffielen, die nach unten führten. Ich bin ihnen gefolgt und ich... habe dieses Ding gefunden, diese finstere Kugel. Und dann sind die Toten um mich herum aufgestanden. Skelette, Zombies. Und das auf heiligem Boden. Ich habe rasch gehandelt und die Verbindung von diesem Stockwerk zum Stockwerk darunter versiegelt und mich dann hier verbarrikadiert. Ich hatte gehofft, das würde die Untoten davon abhalten, hierher zu kommen. Ich habe mich geirrt. Wie habt ihr das Stockwerk versiegelt? Wir Priester des Ilmater haben einige nicht unbedingt tödliche Fallen in den Grüften aufgestellt, um Grabräuber zu fangen. Die Falle, welche die Ausgänge versiegelt hat, wird durch drei Urnen auf dieser Ebene ausgelöst. Wenn man diese Urnen von ihren Podesten nimmt, dann senken sich Steinblöcke ab und versiegeln diese Ebene. Ich habe alle Urnen von ihren Podesten gestoßen und mich dann hier verbarrikadiert. Aber ich war nicht schnell genug. Einige der Untoten sind bereits in diese Ebene gelangt und die Macht von diesem Ding da unten reicht offenbar selbst bis hierher. Glücklicherweise bin ich in der Lage, mich vor den Augen dieser untoten Kreaturen unsichtbar zu machen. Zumindest gelingt es mir im Moment noch. Er hat einen Ring. Ich kann nur beten, dass die Tore und Schutzzauber verhindern werden, dass die Untoten weiter nach oben dringen. Wo kommen die ganzen Untoten her? Sie kommen von unten, von diesem Ding, das sich im Aschenraum befindet. Es ist eine Kugel. Ich habe nur kurz gesehen, was sie den anderen Priestern angetan hat. Die Kugel ruft ihre Seelen zu sich und tötet sie dann ganz langsam. Dann belebt sie sie wieder, sodass sie selbst im Tod keinen Frieden finden können. Sie hasst offenbar uns Priester. Selbst jetzt kann ich hören, wie sie mich zu rufen versucht, wie sie mich anlocken will, um mich zu töten. Und dann will sie mich beleben, damit ich ihrem Willen gehorche. Wo kommt diese Kugel her? Oder wenn das Stockwerk versiegelt ist, wie ist es mir dann möglich, die Kugel zu erreichen? Oder... Oh, ich werde mich um die Bedrohung durch die Kugel kümmern, Fayet. Nimmt die Geheimtür durch die Abwasserkanäle, um ins Freie zu kommen. Ihr könnt dann die Stadtwache und die Priester alarmieren. Kugel? Ja. Kugeln wir uns ein. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Urne in die unteren Grüfte gebracht, als mir die Fußspuren am Boden auffielen.
Da ich eigentlich der Einzige bin, der öfter hier nach unten kommt, wurde ich neugierig und bin den Spuren nachgegangen. Es muss der Dieb gewesen sein, dessen Spur ich gefolgt bin. Wo haben die Spuren hingeführt? Sie führten in das Stockwerk unter diesem. Dann fiel mir auch dieser übel riechende Nebel auf, der aus dem Aschenraum trieb. Als ich den Raum betrat, sah ich es. Eine graue Kugel. Rund um sie lagen Leichen. Dann war da dieses fürchterliche Leuchten. Ohne nachzudenken bin ich gerannt und gerannt. Und dann habe ich mich versteckt. Wie kann ich die Kugel erreichen? Das Stockwerk, in dem sie sich befindet, ist doch versiegelt. Und deswegen seid ihr vermutlich noch am Leben, Fayette. Nehmt die Geheimtür durch die Abwasserkanäle, um ins Freie zu kommen. Dann könnt ihr die Stadtwache und die Priester alarmieren. Ja, wir fragen mal so. Ja. Also, wie wir da reinkommen. Um die untere Ebene zu erreichen, müsst ihr die drei Urnen finden und sie wieder auf den Podesten platzieren. Dann öffnet sich das Tor zu den Grüften. Wie sehen diese Urnen aus? Das hatten wir. Mhm. Ja, das, ne? Mhm. Es gibt eine Gold-, eine Silber- und eine Bronzeurne. Eigentlich haben sie ja dazu gedient, um Grabräuber hier einzusperren. Ich hatte gehofft, ich würde die Untoten im unteren Stockwerk versiegeln, indem ich sie entferne. Wie es scheint, war das nur eitles Wunschdenken. Das hatten wir. Also das hier. Ja. Nein, ich gehöre hierher. Ich sollte euch helfen und nicht feige davonlaufen. Wenn ich euch irgendwie helfen kann, werde ich das auch tun. Nun gut, könnt ihr mir sagen, wo diese Kugel hergekommen ist? Nein, hatten wir schon. Wie viele Untote halten sich in den Grüften auf? Ja, ne? Mhm. Ich befürchte sehr viele. Es waren gerade zahlreiche Priester des Ilmata von der ganzen Schwertküste im Schrein, um St. Solas, dem zweifachen Märtyrer, ihren Respekt zu zollen, als das Böse zuschlug. Das Böse hat praktisch alle Brüder und Schwestern Ilmatas verschlungen, die sich für die Zeremonie eingefunden haben. Es waren über 200 Männer und Frauen. Jetzt sind sie nur noch finstere Zombies, kontrolliert von dieser dunklen Kugel. Die Skelette allerdings sind offenbar die belebten Überreste jener Toten, die in den Grüften begraben wurden. Es handelt sich um die Toten eines Jahrhunderts, deren Knochen jetzt wieder von unheiligem Leben erfüllt sind. Also eine ganze Menge EP für uns. Oh ja. Das hatten wir. Ich könnte ein wenig Heilung gebrauchen. Ich weiß jetzt genug. Seid ihr sicher, dass ihr nicht entkommen wollt? Heilung. Heilung. Selbstverständlich. Möge die Macht Ilmatas eure Seele laben und eure Stärke wiederherstellen. Ja, dann laben wir mal. Ich würde ganz gerne noch mal kurz die Musik ein ganz klein bisschen weiter runterdrehen. Mhm. Jedenfalls ist es am Fernseher einfach... verhältnismäßig zu seinem Dialog war sie Musik relativ laut. Ja. Den wolltest du nicht? Doch. Ja, die Karte vielleicht noch mal. Ja. Ich glaube, da ist nichts in den Ecken hier. Jo. Speichert haben wir? Ja. Ja. Hast du deines Päuschen? Kurz. Oh, achso, okay. Ja, wir können auch kurz die paar Mobs hier kurz umhauen. Ja. Alles gut. Würde mir eine Lebe sein. Jetzt versuchen die nie wieder. Ach, da ist er. Ich dachte, der wäre tot. Ja, manchmal sind die doch auch noch so halb geteilt.